Herzlich willkommen bei Meine Hood meine Welt, Toni der Assi. Genau hier in Köln bei Damla, Hansaring, und ihr rasiert hier mit Köfte, Chibabchi und so weiter und so fort. Also konkret kein Name, aber ich sag mal ein, dass er befriedigt ist, Arzt Lukas, würde ich machen, ja. Ja, wann? Vor 10 Jahren? Warum? Weil ich was zu sagen hatte, auf jeden Fall. Irgendwann widmet sich jeder seiner Ausdrucksform. Meine war dann die Musik. Ich polarisiere durch Musik, durch Rap, ganz einfach. Die Themen sind da, die Themen sind allgegenwärtig, alltäglich, nach wie vor Staatsfeind Mainz. Von daher, so wie es auch jeden Tag wieder die Tagesschau gibt, wird es auch Toni der Assi geben. Wenn du willst den Ferrari-Sound mit 1er Golf kommt gar nichts raus, mit 20 Euro Auspuff auf dem tschechischen Basar gekauft. Denn alles ist chinesisch, deine Bremsen gehen eh nicht, die PS-Zahl ist zu wenig. Ich war in München, aber ich hab Ding, Alter. Ich war im Kotelette essen, war ich, Koteletten essen. Was habe ich noch gesehen? Ich war in ein paar Seen. Hab ein bisschen Chibabchi-Leute besucht. Das war alles, also 08439, wie heißt der? 089, Taifun 089. Keine Ahnung, Alter. Also wie gesagt, nächste Frage. Lamborghini Aventador, das ist richtig hardcore, aber du hockst in einem Smartmobil und denkst, du bist Predator. Das ist so ein Hutspruch, Alter. In jeder Stadt gibt es irgendeinen Spruch und bei uns war immer Bombe, Bombe, Bombe steckt für gut, Bombe, supergeil. Du bist eine Bombe, er ist eine Bombe, dein Oberarm ist Bombe. Das Restaurant hieß hier Bombe, von daher alles Bombe. Kaum noch dein Kotflügel, du sollst doch nicht mit Kuchen spielen, denn du bist dein Brotkrümel. Dein Auto ist eine Mogelpackung, Öl tut auf den Boden kacken, zwei getönte Hinterscheiben kommen. Ja, Muppet Show. Auf jeden Fall. Ist ganz lustig, es animiert mich, entertaint mich. Manchmal abends, früher bin ich eingeschlafen mit Power Ranger, heute mit Rap-Update. Macht Spaß, also es gibt genauso viele Witzfiguren oder Comicfiguren, so wie Superhelden, also im Rap gibt's alles und fehlt nur noch der Comic, Alter, der alltägliche Comic, aber ich stelle mir die Jungs auch alle in Zeichentrick vor, von daher ist es ganz lustig. Marvel, Alter. Marvel Update, neues Portal, Alter. Ich bin auch kein Hobbyschrauber, ihr seid doch nur Promi-Bauer. Breite Felgen, dünnes Kreuz, doch ich hab auch die Body. Gute Frage, jetzt muss auch ich mal überlegen, mit meinem IQ von 170. Kommt drauf an, was man aussagt, weißt du. Wenn du beleidigen willst, ist es auf jeden Fall nicht mit Religion und Familie vereinbart. Aber in jedem Mensch steckt auch Hass. Man muss das erstmal tiefgründig mit sich selbst klären, was man aussagen will. Aber ich sag mal, es ist besser, viele Sachen mit Musik auszudrücken, als mit Waffenkrieg und anderen Sachen. Bei Musik fließt eben kein Blut und von daher, es ist ein schmaler Grat zwischen Ja und Nein, wo ich mich jetzt persönlich bewege. Meine Brüder, ja, wer hat so gute Freunde wie ich? Ja? Wir hängen hier, wo gibt es so schönes Essen und ein cooler Tee? Mich unterscheidet, dass ich bodenständig geblieben bin und mich eben da blicken lassen, wovon manche träumen, die heute vielleicht mehr Geld haben, aber nicht mehr dahin können, wo sie früher waren und wo sie wollen, eben in meine Hood. Und da bin ich jetzt gerade, bei Meine Hood, meine Welt. Flair. Ich komme nach Basel, ja. Aber wie soll ich ihn dann grüßen? Ja, dann gerne. Er kann ja. Habe ich Bock drauf. Kein Problem. Ja. Habe ich schon, oder? Ja, mit Vega habe ich schon Track. Ja, Vega ist cool, jederzeit. Okay. das? Machen wir das Internet? Ja, über Balkan, über Leute, wo... wir sind alle aus dem Balkan. Ich mag den, das ist ein kleiner Bruder von mir. Ich unterstütze ihn gerade ein bisschen und cool, dass aus Berlin auf jeden Fall auch was aus der Balkanrichtung kommt. Ganz netter Kerl und so. Bodenständig, er ist ein stolzer Baustellenarbeiter. Belgrad. Dann wäre ich ein Baklava, Alter. Ja, also ich meine, wenn ich Baklava essen und das wäre mein Ding. Ich dreh meine Runden, mach den Bass laut, alles Bombe. Ey, Johnny ist geil. Ich grüße den Johnny recht herzlich. Der Johnny ist bei Freunde von Niemand. Und der macht auch sehr gute Beats, auch unter anderem für den Sampler von denen, für Vegas Album. Ich weiß jetzt nicht alles. Nur Schwäger und die ganze Horde von denen bin ich auch zu Johnny. Er ist auch auf meinem Album einer der drei wenigen Features auf Alles Bombe. Und das Lied heißt Ich und mein Bruder. Und super geiler Typ. In dem Sinne grüße ich ihn auch nochmal herzlich. Johnny, super. Ich dreh meine Runden, mach den Bass laut, alles Bombe. Die hören auch nie auf. Die Straßenbande ist cool, ja, gefällt mir, machen gute Mucke. Also ich sage jetzt nicht, weil sie gerade jeder grüßt und alles. Ich beobachte die schon länger. Auf jeden Fall tiptop, gute Jungs. Ja, wenn auch mit Grodny im Feature kommt. Genauso viel. Ja, ist geil, oder? Oder Chimsi, keine Ahnung. Wenn ich mit dem mache, dann melde ich mich auch bei Pablo. Ja, war ich. Novi Sad ist in Serbien, war ich. Sehr schöne Stadt. Die Frauen haben dort die überlängsten Beine. Ist auf jeden Fall cool. Aber die haben nicht so gutes Essen wie hier. Auf jeden Fall. Wie hier bei euch. Ja, Novi Sad. Novi Sad heißt neue Uhr. Novi Sad. Wie hieß der? Wo gestorben ist, der Wiener, der ganz alte Kokser von der erste deutsche Schlager, der wo drauf war. Falco. Falco, genau. Falco feier ich. Ich finde jetzt nicht Farid der beste Rapper, also wenn es für die Leute da draußen ist, okay, aber damit ist die Frage schon beantwortet, weil keiner fragt, was ich über ihn persönlich denke. Wenn es für ihn Fahrrad ist, dann gut, soll er ihn feiern auf jeden Fall. Eko ist cool, Eko hat mir viel geholfen, ohne Witz. Also in meinen Anfangstagen hat er mich überkrass supportet. Wenn er morgen auch einen Hollywood-Film dreht, ist mir, der muss mich auch nie wieder grüßen. In dem Moment bin ich ihm dankbar, das hält auch ein Leben lang und von daher alles cool. Mein Bruder probiert gerade mal die Baklava. Baklava kurz, Steff von Warentest. Sag mal, was abgeht. Du bist ja immer ehrlich. 1+. 1+. Aus dem Kostüm haben? Nein, nein. Aber weil er ein Schwamm ist, mit ihm den Boden wischen. Okay, Freunde, das war's bei Meine Hood, meine Welt und wir konnten leider nicht alle Fragen beantworten, aber ich denke, da waren schon einige lustige Antworten dabei und einige ehrliche Antworten. Es war ein sehr gechilltes Interview bei Meine Hood, meine Welt hier in der Atmosphäre eines schönen orientalischen Restaurants. Ihr wisst Bescheid, mein Album ist im Handel, seit am Freitag Alles Bombe, Toni der Assi, überall erhältlich. Wenn nicht, fragt ihr nach, doppelt, dreifach, unterstützt mich, supportet mich und liked den Channel und was weiß ich, 6 Millionen Klicks hat auch nicht jeder.